Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück mit Unrest Gaming und zu Cyberpunk 2077. Was gibt's denn eigentlich? Clear Water, Fight, Fight, Fight. Und El Guapo, Need for Steed. El Guapo ist. Guapo? Ist es die Katze? Der Schöne? Gott, ich bin gerade komplett verwirrt. Wir wollen hier auf jeden Fall mal einen Agenten im Kino finden. Hat sich nichts geändert beim Text. Ein Netwatch-Agent treibt hier sein Unwesen. Hat es auf die Voodoo Boys abgesehen, die mich hier schamlos benutzen. Und ich weiß nicht, ob ich denen so richtig vertrauen kann. Also ob die mir weiterhelfen können. Vor allen Dingen, ne? Weil Brigitte scheint ja von dem Netrunner hier schon von dem Netwatch-Agenten lahmgelegt worden zu sein, so ein bisschen. Placid. We need Vedian. We need access to their data. Clear? You must first. Placid? Okay, ich wurde getrennt. Scheinbar. Ich krabbel erstmal hier hoch, weil das scheinbar der falsche Weg ist. Guck mal, ein Western läuft hier. Kann ihn jemand erkennen? Ich meine, ich gucke nicht so viele Western, muss ich zugeben. Deswegen keine Ahnung, welcher das ist. So, dann schauen wir mal, ob der Typ irgendwas plant. Whoa, hey, easy. What did you do? Well, now we can talk in private. Just severed the connection to the rest of Pacifica. Gives us a little time. Just a second ago, you tried to flatline me. And now you want to talk? Flatline? No, just discourage. But it looks like I underestimated you. Ein bisschen. Agenten überwältigen, bla bla, du laberst zu viel. Ah, wir benutzen mal hier Konzernverhandlungstaktiken. Der Typ ist ja von Netwatch. Digits flipping fast on the clock. Und er ist ungewöhnlich gekleidet. Alright, then let's hear it. Had a specter on you, didn't you? Saw and heard all you did, you followed his orders? No idea what the voodoo boys are paying you, but our pockets are deeper. Not interested. Not a money job for me. Just need an in with Mama Brigitte. Voodoo chefin. Brigitte and her lapdog T. Neptune have been frozen several days now, ever since we shrouded their subnet with ice. And you? Well, you were sent here to free them. Do you know why they didn't tell you everything? 'Cause you're a Ranya. That's what they call outsiders brought in for special jobs, floor rags. When you're no longer needed, they chuck you. A fate for all Ranyans. You're bluffing. Got your back against the wall, can't budge, no room to dodge the bullet. I see no reason why both of us shouldn't walk out of here alive. Oh, want what's best for me? Altruism now part of the Netwatch mission? You don't gotta like us to see we're better partners than the Voodoo Boys. Sure, you might free Brigitte. Can't have much of a combo with her if you're dead. Hmm. You have Brigitte?
And how'd you manage that? When we took the mall, we knew the VDBs at Sem Runners. T-Neptune breached first, to see what was going on. When we iced him, Brigitte dove in after him, used him to shield herself. Tough cookie, that one, but still finds herself stuck. Ja, okay, also sie hängt immer noch hier im Netz fest. Und ist deswegen quasi noch ohnmächtig, körperlich. Got anything to back that claim? That the Voodoos want to set me up? Wanna? They did it already. Soon as you handed over your link, slipped in the Spectre and a virus. Talking as if he was there. He's working you. So obvious it hurts. Ask for proof. Besides, I'd know. That's so? Then please take a look. Run a system diagnostic. Fine. And? Nothing out of place, no trace of... Do it again. Then cross-check the result against the first. No, okay. Identical, right? Mm-hmm. Because it's not a real scan, it's a copy. Oh, that's clever. What's your beef with the Voodoos? Any idea how many attacks from behind the Black Wall we neutralized last year? Want me to guess? So you don't know. No one in Night City knows, outside of us. And no one wants to know. People imagine it as a great border wall, a one-time solution to protect humanity forever. Whereas, it's more like a torn open trash bag taped over a busted window. And the Voodoo boys will not stop poking holes in the fucking thing. Okay, das ist ein Problem wahrscheinlich. Why not attack him head on? I'm guessing you've identified the Voodoo top brass. So what if we have? See me as a sly assassin, offing them one by one? Please, don't act like the corps who finance Netwatch don't farm out wet work. Let alone the armies they have at their beck and call. Armies make too much noise. And the Voodoos are skittish as field mice. Brigitte and the other one, Neptune. What's their condition? Tags are active, so the VDBs must be keeping them alive from their side. But they can't sustain that. They cannot, which in turn makes Brigitte and T less useful to us. Tried using their interface to breach the Voodoo subnet, but Brigitte proved stubborn. She managed to take some bites out of our systems before we secured her. Little taste of your own medicine? The data collection. Why would you target Pacifica's runners? That's the job. This is about Rezo Agua, isn't it? Can't have an indie net where you aren't welcome to protect and serve, huh? No such thing as an independent net. If the Voodoo boys breach the Black Wall, we'll all be fucked one way or the other. All right. What are you offering? A compromise. I'll fish the Voodoo virus out of your system. And I'll release both Brigitte and T. Neptune. They'll wake up like nothing ever happened. Not to worry. And all you gotta do is let us walk. With our data. Thoughts? Clock's flipping digits. Ich glaube, ich werde erstmal einen Screenshot machen. Ganz klein. Last chance. Momentum zum Mediz. Auch wenn er hier natürlich Druck macht. So, und ich denke, ich werde sein Angebot annehmen. Die Voodoo Boys scheinen ja echt nicht so wirklich vertrauenswürdig zu sein. Okay, do it. I knew we'd have a meeting of the minds. Can't believe you're falling for this shit. Almost forgot. Mercenaries leaving.
He's joined the team, so be nice. Don't want any problems. Good luck. Got a feeling we'll be seeing each other. Könnte gut sein. Fan of westerns, huh? Of course. They depict a simpler, better time. One thing hasn't changed, though. Good guys still carry badges. Rechtschaffnischer Riss klingt nach einem super Werbespruch für euch. You ever see Unforgiven with the Hackman guy? No. And they didn't have it here. Give it a shot sometime. It's a must watch. Oh, Placide is gonna be pissed. So he was behind this. Not altogether surprising, I suppose. And none too subtle. You guys know each other? Runner World's a small one, I guess. Well, we're doing whatever we can to make it even smaller. Super. Es ist ein Bulli. Erhöht den kritischen Schaden und erhöht den kritischen Schaden. Erhöht der kritische Schaden. Hört sich gut an. Brauche ich nur noch das richtige Kleidungsstück für. Oh, 24 Euro Dollar. Akt des Sasquatch. Jetzt wird's doch interessant. Sasquatch ist seit 2075 Anführerin einer Gruppe von Animals. Sie hat bewiesen, dass sie bereit ist, auf Vorschläge ihrer Untergebenen zu hören, aber sie duldet weder Disziplinlosigkeit noch Hinterfragen ihrer Befehle. Körperliches Leistungsvermögen herausragend, Intelligenz durchschnittlich. Aber ihre überdurchschnittliche Gerissenheit und Gewandtheit, typisch für die Gang der Animals, machen ihren Mangel an anspruchsvollem technischen Können wett. Starten, verantwortungsbewusst, zielorientiert, professionell, schwächenunabhängig bis hin zur Arroganz. Effektivität bei bisherigen Aufgaben hoch, empfohlen für die aktuelle Aufgabe. Jupp. Chemisch gehärtete Schutzbrille. Ich bräuchte echt. Also einen Verkaufsautomaten, also einen Ankaufsautomaten quasi. Ja, na gut, dann verkrümmeln wir uns. Falls noch Animals leben, scheinen die uns ja keinen Ärger mehr machen zu wollen. Jedenfalls. What the fuck, V? You are off net. I lose your eyes. Brigitte and the other guy. Are they back? Who told? Yes, Mama B is awake. Perfect. Cause I gotta talk to her. And what up, Netwatch? Taken care of. Look for my people at front. Oh, hier, die Tür ist jetzt auch offen, okay. Bin ich schon wieder überlastet? Ja, da links ist das Symbol. Hi. Die mögen mich nicht. Ist komisch. Na, hier im Lebensmittelladen haben wir aber doch schon aufgeräumt eigentlich, ne? Sind die Typen jetzt alle wieder aufgestanden? So, ich muss mal auf die Karte gucken. Auf jeden Fall wollen wir dann als nächstes dorthin. Gefahrmittel. Oh. Cop ahead. Ein bisschen Pistolenmunition und... Das gehört wahrscheinlich zu Copperhead, kann man nicht separat mitnehmen. Da komme ich nicht durch. Ja.
Okay, das dauert jetzt eine Weile. Tut mir voll leid. Aber wir sind gleich draußen. Das war ein Headset aus Titan. Okay. Ja, dann werde ich, glaube ich, auch mal die Lebensmittel durchsortieren, oder? Wiegen die irgendwas? Hier. Nö, die wiegen alle nichts. Also kann ich die eigentlich auch alle behalten. Und muss sie nicht extra sortieren. Da sind sie auch, oder? Mit denen soll ich mich auch bestimmt treffen. We are to take you to Placid. Naja, ich finde ihn schon selbst. I'll find him. Sure. Yes. Ich kann hier kein Fahrzeug rufen. Das ist natürlich blöd. Dann muss ich jetzt echt laufen. Die 125 Meter. Es ist da oben auf diesem Parkplatz, ne? Glaube ich, der Automat. Hier dürfte jetzt nichts passieren, ne? Das heißt, ich mache einfach nochmal ganz kurz einen Cut, lauf bis dahin, verkauf das ganze Zeug. Das interessante Zeug zeige ich dann hinterher, denke ich. Wenn ich was behalten habe irgendwie. Oder ich cutte zwischendurch nochmal rein und dann sehen wir uns wieder, wenn ich verkauft habe. Ich habe gerade das genialste Filmplakat bisher entdeckt. Black Hawk Dawn of the Dead. Das könnte ein richtig geiler Film tatsächlich sein. Und nein, ich habe noch nicht verkauft. So, da ist es. Ich habe gerade verkauft. Und ich habe jetzt eine neue Ouvertüre. Eine blaue. Die macht deutlich mehr Schaden. Und ein paar neue Schuhe. Das sind jetzt wieder so eine High-Tops irgendwie, aber ansonsten den Rest habe ich verkauft. Hier wollte ich nochmal reingucken, ob ich da auch irgendwas Sinnvolles habe. Aber es sieht beinahe nicht so aus, ne? Die Cyberpsychose, na, finde ich nicht so geil. Speicherlöschung sehr situationsabhängig. Vielleicht können wir da im Hotel doch noch mal irgendwas Cooles kaufen. Aber wir machen uns auf jeden Fall mal auf den Weg. Oh. B. Yo. The information from Okada-san. Very valuable. I also learned something through my own efforts. We must meet. Where'll it be this time? Trash processing plant? Deserted N-Cart station? In the south of Japan town, there is a street market. It is on a footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. Ja, den kenne ich auf jeden Fall, den Markt. So, wir gucken mal. Bazaar Kanzaki Street, Japantown. Kann man nicht verfehlen. Der Bazaar ist oben, ziemlich weit oben. Also lohnt es sich, einen öffentlichen Aufzug zu nehmen. Davon gibt es zwei, glaube ich. Oh, das ist scheinbar doch ein anderer Markt, oder? Der Fuchs schleicht sich in den Hühnerstall. Ja, okay.
Ah, hier wäre auch so ein Verkaufsding gewesen. Was haben die denn hier drin eigentlich noch für Läden? Na, gar nichts weiter leider. Manchmal frage ich mich, ob ich zu höflich zu NPCs bin. So, guck mal. Blaues Zeug halt vorwiegend leider nur. Und blaues Zeug habe ich ja selber, ne? Also im Ping könnte ich auf jeden Fall mal upgraden. Pfeifen. Hm. Hm. 63 Sekunden dauert der Ping und meiner. Ah, der wird mir gar nicht angezeigt, weil ich den verbaut habe, ne? Ah, guck mal, hier so Verseuchung kann ich doch mindestens mal eine verkaufen. Cyberpsychose scheine ich auch zwei zu haben. Ja, das grüne Überhitzen kann ich auf jeden Fall auch mal loswerden. Grüne Verstärkung rufen, denke ich auch. Davon haben wir eine bessere. Dann gönnen wir uns ja einfach so einen blauen Ping. Da haben wir sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht. Na, das ist doch gut. So, ah, wir haben gleich das Level up. Und dann gibt es mehr Schaden erstmal. Ich wollte sowieso mal gucken. Ja, bei Techie, glaube ich, ne? Da gibt es doch so einen Explosionsradius von Granaten, ist sichtbar, okay. 20 Schaden, ja, geil. Ja, verleiht Immunität gegen Effekte von eigenen Granaten. Wir nehmen mal was mit, da, damit wir Granaten benutzen können. Erhöht den Schaden gegen Drohnen, Mechs und Roboter. Es ist egal, welcher Schaden. Ja, dann ist das ja ganz cool eigentlich. Itemherstellung, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, da haben wir nämlich immer noch mehr als genug Vorteilspunkte und können endlich mal Granaten benutzen. Placido, wait you up this day. Now. Best part is, someone at the top thought vitamins would sell in that shithole. And then they're scratching their heads and wondering why everyone's down at the market.
Also schauen wir mal, was er dazu sagt, ob er es schon weiß, dass ich mich mit dem Netwatch-Agenten zusammengetan habe. Was ist dein Name? Malfini. What the fuck you do in the GIM? You were to hack the agent, not cut deal with him. Ja. You tell me, Ranyu. You gonna pull through? Best you worry about yourself, not him. That him? That the scop circ you sent into the mech dragon stand first? Tell me what is going on, or I break you open and see myself. I fucking dare you. Asse, we must head under. I do not know what Netwatch plans, but they are not done. You worried about agents? Then shoot him in the head. I do not know what they put in him. What corruption is in his system. You don't know what is in there to begin with. How much it is worth. I know. I scanned him. Only a normal filthy rando. Ale, menemun yon kavoa. Also wollte er mich echt entsorgen hinterher. You must be Brigitte. Hard woman to find. You have something for me. You know about the biochip, don't you? If it is functional, we offer you good price for it. Klar. That why you're talking to me now? Because you know I got the biochip? Not because I saved your frozen ass? If I was any ordinary Ranyan, you'd have dealt with me already. Placide saw in you common trash from the streets. This is why he chose you. But you knew about the chip, and still put yourself in danger in the gym. Just like you. Only I came out of there on my own. Biochip's busted. That's why I'm here. Haven't found a single soul capable of getting this thing out of me without scrambling my brain. You commissioned the heist, so I figured you must know something. You've got it. How do you know all this? How did you find us? Tja. Evelyn Parker. Name ring a bell? Ah, the doll. The whore. You found us because she led you to us. She has proved not completely useless after all. Listen, can you help me or not? Yes, of course, but not here. We will go to the crib, where you must give us access to the chip. Once we have the data we need, we will do our best to help you. Seriously? Haven't done enough for you already? There is no other way. To remove it, we must first examine it. Because if you fuck up, you're left empty-handed. That it? I gave my word. We will help you. Then, after you. Oh, hallo? Okay. You guys sure seem to love this place. But honestly, you don't give off a strong religious vibe. We left our gods on Aiti, yet we are strong here without them. This way. Seid ihr alle Klone? So how come Placide didn't know about the biochip? He didn't recognize it in the scans. Few of our people know about Compeki Tower. But Placide, he is... your bête de bas. Where are we going? Soon you will see. Uh-oh.
Okay, kein Blut immerhin. Oh. The Watcher did not notice the biochip in you. Strange. Did you let him scan you? Hm? No. Why? It would complicate our work. Atmos ist schuld von einem WSR Buggy Bear oder so. Bugbear? Ja, kennen wir schon. This an old subway tunnel? Oh wow. No. Part of the transcontinental maglev system. When all states were connected. Transcontinental, like echt? It too crumbled after the war. Krass. Das wäre natürlich echt nice, ne? Wenn man einfach so durch. Mit so einer Magnetbahn. Durch eine Vakuumröhre vielleicht schnell mal nach Australien düsen könnte. Gab es auch einen Zugangspunkt gerade, wo ist denn der? Oh, okay. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, das hier schauen wir uns beim nächsten Mal an. No better place for you to interact with the construct. Aber für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.